Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ihr seht schon, uns ist der Sand ausgegangen. Aber es ist immer noch dasselbe Problem. Ich habe zu wenig Baggeraufträge erteilt gehabt. Jetzt sollten wir mal langsam dann genug haben. Und die Mine kann nur so notfalls wieder auf die alte Position zurückgesetzt werden. Ich würde nur gerne fürs Erste sozusagen die Wege freischaufeln, die wir noch besitzen, und diese zu deaktivieren. So. Deswegen gehe ich dann hier auch die Grabeaufträge noch. Daran sollten sie noch ein bisschen zu graben haben. Aber gut, wir müssen schauen, dass wir mehr Personal kriegen, weil wir sind vollkommen ausgelutscht sozusagen. Es fehlt aber aktuell nur Konstruktionsteil, wie es ausschaut. Das sollte sich hoffentlich bald lösen. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Wir bummen leer durch die ganzen Bauten natürlich. Das ist ein kostspieliges Unterfangen, was wir aktuell natürlich durchführen. Kann man sagen, was man will. Ich werde die Struktur nochmal ein bisschen umdesignen. Das wird aber auch noch kurz dauern, beziehungsweise werden wir hier dafür wahrscheinlich eine neue Durchfahrt eröffnen werden. Um auf Selbebene rüberfahren zu können. Also das auch alles hier begradigen. Vermute mal, wir werden als erstes, wenn ich mir das jetzt so überlege, seitlich hier nochmal eine Zufahrt einrichten, eine Breite, damit wir hier durchgraben können. Und dann auf derselben Ebene zu arbeiten. Weil dann können wir das Ganze hier hinten natürlich noch ein bisschen schöner ausbauen. Weil aktuell steckt es meistens hier. Einfach hier fest, weil dann läuft es wieder. Aber das ist halt einfach Eisen. Habe ich hier eine Prio festgelegt? Ja, habe ich. Habe ich. Gut. Ja, aber grundsätzlich soll es sonst relativ gut vorangehen. Mittlerweile haben wir hier auch schon Schwefel, der ausgeliefert wird. Und jetzt ist das erste Mal seit langem wieder der Tank hier leer. Bedeutet, der separate Ausgang wird jetzt erstmal blockiert. Halbvoller Tank, da würde ich mich jetzt nicht unbedingt beschweren. Wir produzieren aber sehr wenig Säure, wie es ausschaut. Sehr wenig Säure. Sehr wenig saures Wasser, glaube ich, ist das ja, ne? Das ist alles, was hier drin ist? Ernsthaft? Wahnsinn. Wahnsinn. So, wenig Mitarbeiter. Nicht genug Mitarbeiter haben wir jetzt viermal für die neuen Anlagen hier halt. Das wird halt noch ein bisschen dauern, bis das dann in Kraft tritt. Und dann können wir auch die Röhren dafür festlegen. Dann würden wir kurz einen Produktionshalt haben. Sollte uns aber zum Beispiel fürs Metall fürs Erste gar nicht interessieren, genauso wenig fürs Eisen. Und dadurch sollten wir gut vorankommen. Kupfer ist eine andere Sache. Da haben wir aber aktuell das Problem dadurch, dass wir zu wenig Säure haben, dass wir einfach hier hinterher hinken. Und das ist halt in dem Fall das Problem. Ja, hier warten wir halt einfach aktuell auf die ganzen Lieferungen. Ich setze mal die Priorität auf 15. Ah, das ist der Rest, den wir rauskippen, ne? Und der Verfährt nach hier vorne. Schöne Sache. Wo war früher mal das Land? Ich glaube hier hinten oder so. Also es hat sich schon einiges verändert. Aber meist natürlich hier hinten. Wo wir viel haben. Ja, Erde, vielleicht könnte ich das irgendwie zurücktransportieren. Hier rein. Aber die fahren schon. Ich gebe hier einfach mal Exportroute hier hin.
Dann bitten wir sie, dass sie weiter ausgraben anfangen. Und dann wird langsam Gold wieder gescheffelt. Ja. Dann sind wir auch mit Gold endlich unterwegs und Stück für Stück kommen wir... Alter, warum leckt das Spiel denn heute so? Also es hängt, es macht so ruckler. Das taugt mir gar nicht. Und hier ist jetzt das Problem, weil wir zu wenig Säure haben. Ah ne, warte mal, ich habe hier irgendwas nicht angeschlossen gehabt, ne? That was the problem. Warum hätte ich das nicht fertig gebaut direkt? So, und jetzt hat sollte aber genau Sand war das. Da geht's über den Verteiler drüber. Sind wir gerade original ans Limit unseres Stroms gekommen? Holy shit. Da ist das erste Gold. Man mag es kaum glauben, aber da ist Gold. Jetzt sind wir reich. Ah, auch nett gemacht. Auf jeder Palette ist ein kleiner Goldbarren. Süß gemacht. Das muss ich ihn lassen. Süß gemacht. Gut. Die Produktion scheint hier slowly but surely gerade die Zweier voll zu machen. Okay. Haben wir davon was gebraucht oder wie? Das hätte ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich glaube, aktuell brauchen wir eher die Dreier. Wie geht's trotzdem hier hinten? Gebäude ist geupgradet. Super. Dann können wir ja wieder Flüchtlinge reinlassen mal ins Land. So, jetzt kommt hier auch die Schlacke in Massen raus. Holy shit, okay. Da brauchen wir, glaube ich, mal eine schnelle Verbesserung. Weil das sammelt sich ja an wie Sau. Das war sogar die richtige Geschwindigkeit, wie es ausschaut. Die Masse natürlich, die hier entsteht, ist eine andere Geschichte. Aber wir kriegen immer ein Wasser raus, das ist super. Das Gute ist, wir tun das Frischwasser auch gleich verwenden. Bevor wir es abkippen. Und jetzt laufen auch die großen Trommeln wieder. Somit machen wir jetzt Stück für Stück unser Gold. Super, superb, superb. Wir lassen uns die Zeit natürlich mit dem Teil hier. Nachher müssen wir den Teil umwandeln. Ich werde die Lager hier auch noch upgraden müssen. Das wird... sind nur ein bisschen was, was wir lagern und wir brauchen wesentlich mehr, vor allem von den hochstufigen Dreiern. Also die Dreier sind gefühlt noch so die, die wir dauernd brauchen. Das ist ein Zeichen, dass wir da wirklich ein bisschen was noch dran ändern sollten, müssten, wenn möglich. Sand sammelt sich langsam wieder. Ich muss nur da ein bisschen kontrollieren, was sie machen. Bin ich sogar eine Stufe tiefer gegangen. What? Mir nie aufgefallen. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir genug LKW dabei haben. Dass immer der eine LKW da ist, den wir brauchen. Tankstelle hat keinen Kraftstoff mehr. Wir sollten Tonnen noch haben. Das ist halt das Lieferungssystem schon wieder. Es ist das Lieferungssystem. Die Lieferung macht das Problem. So.
Es wird, glaube ich, alles ganz gut werden. Ich bin auch gespannt, wie ihr das vom Mikrofon haltet. Ich habe jetzt ein neues Interface von Levit, also einer österreichischen Firma. Das Connect 2. Das macht ein bisschen Processing und kann ganz viele Sachen wie Clipguard und das ganze Zeug, also aufpassen, dass du sozusagen nicht zu viel oder zu hoch kommst mit der Stimme und dadurch abrasselst. Ich bin auch sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Ich habe eins der kleinen Probleme entdeckt, da werde ich mich vielleicht mal an den Support wenden, wie man das lösen kann. Zum Beispiel, wenn ich das hier ausschalte, bleibt das Ding einfach an, weil es dauernd Strom kriegt. Ich glaube, dass das einfach ein Problem ist von der Info, dass das Ding sich dauernd mit dem Strom aktiviert und dann Probleme, weil blöderweise ist es dann beim nächsten Mal beim Hochfahren vom PC, hörst du nichts mehr. Das ist so eine Sache. Aber ich glaube, solche Probleme sind immer wieder einfach zu lösen. Haben wir ein Steinproblem? Scheint so, ne? Aber es scheint mir so, als ob es nicht... Mein Handy war laut. Holy shit. Es liegt nicht an sonst, es liegt ausschließlich am Verarbeitungsprozess. Wäre das jetzt eine bessere Geschwindigkeit? Schauen wir mal. Dafür bauen wir jetzt hier schnell mal ein schnelleres Rad ein. Wenn natürlich Ressourcen anfangen zu fehlen, wie soll er denn hier bitte das Ganze rauskriegen? Schauen wir mal. Klar, die Verarbeitung hier ist jetzt aktuell natürlich problematisch. Zack. Wir brauchen jetzt natürlich auch mehr Einigkeit, wie wir haben, aber ich glaube, für eine Zeit ist das mal vollkommen in Ordnung. Was mich ein bisschen stört, ist diese Lahmente hier. Rein theoretisch müsste ich daneben einfach einen Prozess machen, der das Kupfer übernimmt. Und lass den einfach mit Eisen weiterarbeiten und mach halt eine doppelte Anlage draus. Das könnte der Way to go sein in dem Fall. Und uns ein bisschen unterstützen. Sonst schauen die Prozesse aber ganz gut aus. Gold sammelt sich wie Masse. So, und jetzt können wir damit anfangen, mit dem wir eigentlich letzte Folge aufgehört haben. Und zwar der Prozess des Dampfes. Standort erkundet? Schiff zu stark beschädigt. Oh, das muss man dann vielleicht auch mal regeln. Gut, aber dann bauen wir jetzt mal die Rohrleitung für das System. Oh, warte mal, da habe ich mich aber falsch angebunden. Warte mal eine Sekunde. Falscher Verbindungspfad. So war das. Ups.
Bitte mal für eine Sekunde abschalten. Schnell liefern. Somit sollte der erste Dampf hier schon rausgehen. So, da habe ich aus irgendeinem Grund das umgedreht gebaut, das hatte wahrscheinlich damals einen Sinn. So, jetzt hat... Sollten wir das Ganze, den ganzen Dampf verringern anfangen schon? Und weißt du was? Wir reißen gleich die da vorne auch ab. So. Und dann haben wir hier schon noch eine weitere Anschließung. Für das System. Und wir fangen an, massig Dampf zu produzieren. Und liefern sollte es uns Dampf und Wasser. Wie es auch scheint zu machen. Habe ich euch mal auf Prio 1 gestellt bei der Produktion? Wir müssen halt noch ein bisschen mehr Speed reinkriegen. So, das muss ich gleich upgraden. Kommen wir hier die Gase auch rein. Dann haben wir das hier vorne komplett abgaslos gemacht fürs Erste. Was kommt denn hier raus? Ach, das sind die restlichen Abgase oder was? Nee, das ist jetzt Kohlendioxid, das hier rauskommt. Das ist der Kohlendioxid-Teil. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.